Wenn man sich schneidet oder stößt, dann ist das schmerzhaft und unangenehm. Man denkt, niemand macht das freiwillig. Aber trotzdem gibt es Leute, die das absichtlich machen. Warum? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Um alles über Selbstverletzungen zu erfahren, befrage ich heute Privatdozent Dr. Emanuel Severus. Er ist Chefarzt der Klinik für Traumafolge und Persönlichkeitsstörungen in der Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll. Herr Dr. Severus, wenn beim Zwiebelschneiden mir das Messer abrutscht und ich schneide mich, dann ist das medizinisch ja auch eine Form von Selbstverletzung. Mhm. Aber in der Psychiatrie wird das ja anders verstanden, oder? Vollkommen richtig. Ich denke, es ist etwas fundamental anderes, weil beim Zwiebelschneiden, wenn einem das passiert, und die meisten ist es ja schon passiert, dann ist das ja nicht intendiert, es ist nicht beabsichtigt, es ist blöd gelaufen, wenn man so möchte. Es tut weh meistens und man hofft, dass es nicht nochmal passiert. Und wenn wir von Selbstverletzung oder selbstverletzendem Verhalten sprechen, dann meinen wir eine intendierte, beabsichtigte Gewebeschädigung, die nicht in einem akzeptierten soziokulturellen Hintergrund passiert und die eine bestimmte Funktion hat. Mhm. Und es können ganz verschiedene Funktionen sein. Und vielleicht, weshalb sage ich nicht soziokulturell akzeptiert, zum Beispiel Piercings oder Tattoos würden jetzt zum Beispiel nicht darunter fallen. Und wenn man sich das noch ein bisschen da näher anguckt, dann unterscheiden wir ein bisschen Selbstverletzung oder selbstverletzendes Verhalten ohne suizidale Absichten. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass bei Suizidversuchen es auch oftmals zu einer Gewebeschädigung kommt, aber das ist dann eher Beiwerk, das passiert dabei halt, ist aber nicht das primäre Ziel. Bleiben wir mal beim selbstverletzenden Verhalten ohne suizidale Absicht. Mhm. Wirkt der Schmerz dann angenehm für die Betroffenen? Ist das wie so Masochismus? Oder was wird durch die Verletzung erreicht? Das Interessante ist, dass die meisten keinen Schmerz dabei erleben. Also anders als die meisten von uns merken sie das meist gar nicht als Schmerz. Aber es hat andere durchaus positive Konsequenzen, aufgrund derer dann diese Selbstverletzung auch durchgeführt wird. Was für positive Konsequenzen sind das? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass in den meisten Fällen selbstverletzendes Verhalten durchgeführt wird, um ja, unerträgliche, unaushaltbare intrapsychische Zustände zu beenden. Und in dem Sinne kann man tatsächlich sagen, dass teilweise Selbstverletzungen suizidprotektiv sind. Das heißt, die helfen, dass nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Und was sind Beispiele? Also das, was sehr viele beschreiben, ist, dass es so Hochanspannungszustände gibt mit enorm vielem Druck und dass die so, wenn sie länger bestehen, halt nicht aushaltbar sind und dass dann durch selbstverletzendes Verhalten eine deutliche Entspannung eintritt. Das ist so ein bisschen wie Notschalter, Notfallknopf gedrückt, so ein Reset-Button. Und danach geht es dann deutlich besser meistens. Das ist eine Sache. Das andere sind sehr starke Gefühle, die schwer aushaltbar sind. Oder auch das Gegenteil, kaum etwas zu spüren, was manchmal ein Schutzmechanismus ist, aber wenn es längere Zeit besteht, auch schwer erträglich ist. Es gibt Patienten und Patientinnen, die berichten, wenn sie sich zum Beispiel selber verletzt haben, vielleicht kommen wir da gleich noch ein bisschen näher zu, durch zum Beispiel sich schneiden, dass sie dieses Gefühl des warmen Blutes, was dann über die Haut fließt, so wie eine warme Umarmung erleben. Sie fühlen sich dann wieder lebendig. Vielleicht kann man sagen, dass diese Selbstverletzungen durchgeführt werden, um sich so halbwegs normal wieder zu fühlen, wieder funktionieren zu können, wieder denken zu können, manchmal auch sich wieder bewegen zu können, wieder kommunizieren zu können. Sich konzentrieren zu können, den alltäglichen Sachen wieder nachgehen zu können. Also wenn man jetzt quasi nichts spürt und sich dann eine Verletzung zufügt, die schmerzhaft ist, kann man sich ja schon vorstellen, dass man dann ja was spürt, nämlich eigentlich ja den Schmerz.
Aber bei den Spannungsgefühlen, die dann dadurch abgebaut werden, ist das, glaube ich, schwerer nachzuvollziehen, wie das sein kann, dass diese Spannung dann weg ist. Das ist richtig. Ich glaube aber auch, dass wir ja diese Hochanspannungen gar nicht selber so erleben. Also das ist, glaube ich, eine andere Qualität, als wenn wir einmal gestresst sind. Und deshalb auch andere, wie soll man das nennen, andere Bewältigungsmechanismen, um wieder halbwegs normal sich fühlen zu können. Auf was für eine Weise verletzen sich dann Menschen selbst? Vielfältig. Das, was am häufigsten genutzt wird, ist, sich zu verletzen durch Schnitte in die Haut. Mhm. Das ist oftmals an den Armen, an den Beinen, im Bauchbereich, manchmal auch im Genital- oder Brustbereich. Das ist häufigste Methode. Dann auch recht häufig ist durchaus sich mit zum Beispiel mit dem Kopf oder einem anderen Körperteil auf harte Gegenstände zu hauen. Das kann auch Faust sein oder Kopf gegen die Wand, so etwas. Oder sich zu verbrennen mit einem Feuerzeug oder indem man eine Zigarette auf der Haut ausdrückt. Man kann auch Vereisungen herbeiführen, zum Beispiel durch Kühlelemente aus dem Gefrierfach, aus der Tiefkühltruhe. Das sind so Möglichkeiten. Oder wenn man von einer Mauer springt oder von einer gewissen Höhe und man springt runter mit der Intention, sich Knochen zu brechen. Das sind so, es gibt dann noch sehr viele andere, aber das sind die denen wir häufig begegnen. Also dieses Schneiden der Haut, das ist ja dieses sogenannte Ritzen, das wäre dann ja vergleichsweise ja noch harmlos, aber manche Sachen klingen ja richtig gefährlich. Ja. Kommt es auch zu schweren Folgeschäden? Schon gerade zum Beispiel natürlich bei Sprüngen aus größerer Höhe kann es zu multiplen Knochenfrakturen, Knochenbrüchen kommen. Mhm. Und selbst aber bei sozusagen Hautverletzungen ist es ein bisschen natürlich davon abhängig, wie tief die sind. Mhm. Und da kann es sein, dass unbeabsichtigt auch größere Gefäße getroffen werden. Und dann kann es sehr wohl auch lebensgefährlich werden und aufgrund des hohen Blutverlustes, der dann damit einhergeht. Aber das ist ja schon was anderes als dieses sich die Pulsadern aufschneiden. Genau, Pulsadern aufschneiden machen ja die meisten Menschen mit der Absicht, sich zu suizidieren, zu sterben. Und diese Selbstverletzung, über die wir jetzt gesprochen haben, haben meist sehr wenig mit sterben wollen zu tun. Eigentlich eher mit wieder leben wollen oder wieder richtig leben können. Mhm. Gibt es denn da bei selbstverletzendem Verhalten Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Tendenziell scheint es so zu sein, dass Männer eher mit dem Kopf, mit der Faust gegen harte Gegenstände boxen, schlagen, während Frauen eher sich mittels Hautschnitten selber verletzen. Mhm. Und von der Häufigkeit? Es machen beide Geschlechter. Mhm. Es mag sein, dass Männer manchmal zur Regulation noch mehr andere Mechanismen einsetzen, die selbstschädigend sind, also wie Alkoholintoxikationen zum Beispiel, die wir jetzt aber nicht streng unter selbstverletztem Verhalten subsumieren. Warum? Weil das nicht bewusst gedacht ist? Das ist so ein bisschen eine Definitionssache. Wir sagen mal selbstverletztem Verhalten, dass eine Gewebeschädigung auftreten sollte, was jetzt zum Beispiel bei einer Alkoholintoxikation nicht in diesem Maße zumindest dann sichtbar oder gleich nachweisbar ist. Mhm. Wobei die Parallelität könnte sein, dass auch da jemand vielleicht irgendwas nicht mehr spüren möchte, irgendeine Spannung oder so. Genau, also ich glaube, Intoxikationen mit Substanzen haben zum Ziel, wie Sie sehr richtig sagen, auch nichts mehr zu spüren oder betäubt zu sein eigentlich mehr. Mhm. Da ist man dann halt längere Zeit meist außer Gefecht gesetzt. Bei selbstverletztem Verhalten kann dann binnen Sekunden wieder man in der Lage sein zu funktionieren und seinen Dingen nachzugehen. Wie grenzen Sie Selbstverletzungen ab von Versuchen,
auch durch eine Selbstverletzung zum Beispiel eine Rente zu bekommen, durch eine Beeinträchtigung oder dem sogenannten Münchhausen-Syndrom? Sehr, sehr gute Frage. Wenn man, oder sagen wir, dem Rentenbegehren zugrunde, da liegt ja so der Wunsch nach einer finanziellen Versorgung. Und was es zuweilen geben soll, ist, dass Menschen Symptome, die sie haben, entweder als schwerer darstellen oder manchmal auch, dass sie Symptome simulieren, die sie aber gar nicht haben, um eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu erhalten. Aber es soll doch auch Leute geben, die sich dann beispielsweise einen Finger abschneiden oder sowas für eine Rente. Das ist ja schon auch sehr selbstverletzend, oder? Das würde ich denken, geht auch über das normale Maß, was man kennt, hinaus und sollte dann auch doch wieder die Frage mit sich bringen, ob da nicht noch andere psychische Erkrankungen dann vorliegen. Was ist bei dem Münchhausen-Syndrom? Wie ist das gekennzeichnet? Ja, da geht es ja so um eine artifizielle Störung, das heißt eine selbst herbeigeführte Verletzung, die aber nicht als solches kenntlich gemacht wird. Dahinter steckt offenbar zumindest als ein Antrieb der Wunsch nach Beachtung, Versorgung durch das medizinische System. Möglicherweise auch noch Aufmerksamkeit durch die Umgebung zu erlangen, durch Vortäuschung von etwas, was so aber nicht da ist. Das heißt, die haben dann zum Beispiel einen Abszess, der sich darstellt, der aber nicht auf natürlichem Wege entstanden ist, sondern wo diejenigen bestimmte Substanzen sich injiziert haben, die dann die Entzündung machen. Also das wird nicht transparent gemacht. Also diese Patienten wollen dann auch in die medizinische Behandlung werden. Wie ist das bei den mit dem sonstigen Selbstverletzen? Wollen die das auch? Oder? Es ist oft eine sehr große Skepsis erstmal vorhanden und es braucht oft verschiedene Anläufe, um ein Stück dann doch Eingang zu finden und sich darauf einlassen zu können. Welche psychiatrischen Krankheiten können denn da zugrunde liegen? Auch unterschiedlich. Vielleicht ganz wichtig, auch es muss nicht immer eine psychiatrische Erkrankung zugrunde liegen. Also was wir wissen, dass gerade im Jugendbereich, so im Bereich 14 bis 17 Jahre, doch 20 bis 30% der Jugendlichen sich zumindest mal verletzen. Ja? Oftmals ist das nur einmalig oder ein-, zwei-, dreimalig. Und wenn diejenigen dann volljährig werden, sinkt die Prävalenz, also die Häufigkeit auch von selbstverletzendem Verhalten. Da ist es dann doch klar unter 5%, manche sagen sogar noch mal deutlich niedriger. Das heißt, da haben wir auch ein Phänomen, wo wir noch nicht unbedingt eine psychiatrische Erkrankung diagnostizieren können, was aber ein Risikofaktor ist für die Entwicklung einer psychiatrischen Erkrankung. Und im Erwachsenenbereich, zum Beispiel bei uns in der Klinik, ist die Borderline-Erkrankung vermutlich die Erkrankung, wo wir das am häufigsten antreffen, die selber ja auch nicht selten ist. Aber es gibt es zum Beispiel auch gerade bei komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen. Dort wird es genutzt, um Flashbacks zu durchbrechen. Und Flashbacks sind so ein Stück von traumatischen Erlebnissen, Erinnerungsfetzen, Bilder, die plötzlich ungewollt sehr intensiv in die Gegenwart springen und einem vorgaukeln, das würde gerade passieren, was meistens sehr belastend ist. Und da, durch Selbstverletzung, gibt es diese Möglichkeit, das zu beenden. Oder im Rahmen von dissoziativen Identitätsstörungen gibt es sehr wohl und auch schwere Selbstverletzungen und aber auch bei Autismus-Spektrumserkrankungen. Da ist es oft im Rahmen von Reizüberflutungen, im Rahmen eines sogenannten Meltdown, dass es zu Selbstverletzungen kommt, um sich wieder mehr zu spüren und dadurch zu beruhigen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Oftmals gibt es so die Vorstellung, wenn jemand sich selber verletzt, der hat eine Borderline-Erkrankung. Kann sein, muss aber nicht. Das heißt, wir sollten, glaube ich, immer sehr genau und sehr
gut auch Differentialdiagnosen als auch andere Diagnosen in Betracht ziehen, wo das sehr wohl zum Störungsbild gehört. Das bedeutet ja, wenn Sie sagen, bei Jugendlichen kann das bis zu jeder fünften vorkommen, ohne dass automatisch eine Krankheit damit zusammenhängt, dass sich Eltern, Angehörige jetzt nicht panisch werden sollten, wenn das passiert, sondern quasi nur wachsam, oder? Sie beschreiben das, finde ich, schön. Nein, panisch sollten Sie nicht werden, aber Sie sollten es auch nicht abtun. Mhm. Und Sie sollten das Gespräch suchen mit dem Jugendlichen oder ihrem Kind, weil oftmals stecken ja Nöte dahinter. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen und da ein Interesse daran zu haben, was möglicherweise dazu geführt hat. Und ich würde schon empfehlen, wenn es jetzt nicht ein einmaliges Ereignis ist, doch Beratungsstellen aufzusuchen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kommen wir mal zu den zugrunde liegenden möglichen Krankheiten. Diese Borderline-Störung, was ist da typisch? Wodurch ist sie gekennzeichnet? Ich könnte sagen, das sind so verschiedene Bereiche. Einmal eine Störung der sozialen Kooperation, kann man sagen. Dann eine Störung des Selbstkonzeptes und eine Störung der Emotionsregulation. Das heißt, Störung des Selbstkonzeptes könnte so etwas sein, dass viele der Menschen, die darunter leiden, sich als falsch, verkehrt, abgrundtief schlecht, verachtenswert zu entsorgen erleben. Mhm. Und wenn man sich das einmal vorstellt, wenn man mit diesem Gefühl rumläuft und in Kontakt mit anderen Menschen tritt, dann ist die Schwierigkeit oder die Sorge die, dass diese Menschen meinen, dass der andere das, zumindest wenn er sie näher kennenlernen würde, über kurz oder lang mitbekommt und sie dann verlässt. Und das macht soziale Interaktionen enorm schwierig. Mhm. Und wenn dann noch Störungen dabei sind der Emotionsregulation, dann wird das richtig anstrengend. Mhm. Auch für mögliche Partner, oder? Auch für mögliche Partner. Es ist so ein bisschen, als ob im Hintergrund öfter so ein anderer Film abläuft und der Partner, die Partnerin mag manchmal dann dastehen und nicht verstehen, was gerade abgeht. Und da ist es dann wichtig, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und diese dissoziativen Störungen, was hat es damit auf sich? Dissoziative Identitätsstörungen oder aktuell sagt oder bisher sagte man oft multiple Persönlichkeit, das sind Störungen, die auftreten nach sehr anhaltender, schwerwiegender Traumatisierung, die so die Grundfesten erschüttert. Und was da oft passiert, ist offenbar, um überhaupt groß werden zu können, überleben zu können, dass es verschiedene Persönlichkeitszustände gibt, die nur sehr bedingt miteinander verbunden sind. Mhm. Das heißt, was dann passiert, dass man jemandem gegenüber sitzt und der kann sehr, sehr unterschiedlich erscheinen, je nachdem, wann man ihn antrifft. Und was derjenige selber erlebt, ist, dass er diese verschiedenen Persönlichkeitszustände hat, die er teilweise gar nicht mitbekommt. Das heißt, das Schwierige, was dann daraus resultiert, ist, dass er manchmal jemand gegenüber sitzt und der sagt, hey, schön, dich gestern getroffen zu haben, und derjenige weiß gar nicht, um was es geht. Es gibt da unterschiedliche Ausmaße. Teilweise bekommen die Zustände mit, wenn andere vorne sind, sozusagen die Regie übernehmen, teilweise aber auch nicht. Das heißt, da könnte es auch passieren, dass ein Persönlichkeitsteil sich wundert, dass er verletzt wurde, weil das ein anderer quasi gemacht hat. Exakt, exakt. Wie können denn Angehörige erkennen, wenn Betroffene versuchen, selbst schädigendes Verhalten zu verbergen? Meist passiert es ja in einem Kontext, wo es demjenigen nicht gut geht. Das heißt, es kann sein, dass er sich vermehrt zurückzieht, wenn man noch zu Hause wohnt, dass er sein Zimmer mehr abschließt vielleicht, dass er im Sommer langärmelige Kleidung trägt, dass er vielleicht Verbände, Binden hortet und die in sein Zimmer schafft. Das könnten so Anhaltspunkte sein. Oder natürlich auch, wenn doch vermehrt Blutergüsse zu sehen sind oder so Kratzer, wo man denken würde, es kann auch von einer Katze stammen, aber keine Katze anwesend ist. Das sind so Hinweise dafür.
Wie kann man selbstschädigendes Verhalten oder Selbstverletzungen behandeln? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es eine Motivation desjenigen gibt, etwas zu verändern, weil, und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, auf der einen Seite ist selbstverletzendes Verhalten teilweise unglaublich effektiv. Also binnen weniger Sekunden ist es so ein bisschen, als ob das System resettet wurde. Und das ist toll. Auf der anderen Seite bringt es halt auch Nachteile mit sich. Mhm. Und was sind Nachteile? Zum einen, was wir schon einmal kurz gesagt hatten, dass es durchaus lebensgefährlich werden kann, wenn größere Blutgefäße verletzt werden. Aber auch, dass es so ein bisschen eine Toleranzentwicklung eintreten kann, dass es nicht mehr ganz so wirksam ist. Es ist auch dadurch so, dass die Hemmschwelle für späteres suizidales Verhalten gesenkt wird, was dann auch wieder gefährlich werden kann. Es kann ein Stück zur Identifikation dienen, was wenig hilfreich ist. Und es ist doch in der Gesellschaft wenig akzeptiert. Menschen ziehen sich eher zurück, wenn sie so etwas mitbekommen. Und es wirkt auch nicht immer so zuverlässig. Das heißt, es gibt gute Gründe, daran etwas zu verändern. Und ich glaube, das gilt es erstmal zu sehen. Und auch ganz wichtig, wir meinen, dass diese Gefühle, die da sind, die sind ja nicht verkehrt. Die sollten eigentlich nicht weggemacht werden, sondern es sollte darum gehen, die besser regulieren zu können. Mhm. Um sie sich dann angucken zu können und auch ein Stück besser zu verstehen, weshalb die da sind. Die können ja sehr wohl auch als Kompass für einen im Leben dienen. Und deshalb wäre es gut, Verhaltensweisen sich anzueignen, Fertigkeiten zu trainieren, um Alternativen zu selbstverletzendem Verhalten zu haben. Und das sind dann Fertigkeiten, Fähigkeiten zur Emotionsregulation, zur Reduktion von Hochanspannung, zur Selbstwertverbesserung, zur zwischenmenschlichen Kommunikation, für Achtsamkeit, so etwas, das kann man sich manchmal beinahe, zumindest in manchen Therapierichtungen, so etwas wie ein Trainingsprogramm vorstellen. Vielen Dank, Herr Dr. Severus. Sehr gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Bleibt gesund.